Aufnahme. Über Stoppen. Taste. Aufnahme. Überschrift. So, hier ist Podcast von Sven Heinreich, Folge 500, wollte ich gerade sagen. 637, aufgenommen mit der Apple Watch. Und ich werde mal wieder duschen gehen, schön. Und das nehme ich auf. Heute ist mein Geburtstag übrigens. Nur mal einfach so. 23. Februar nämlich, 2023. Vor genau 45 Jahren erblickte ich das Licht der Welt, wenn man das so sagen darf. Und 45 ist das Abschnitt. Ich bin auch ein bisschen müde. Aber wie gesagt, jetzt wird geduscht. Und damit hat sich's. Gleich noch die ganzen Wecker ausschalten. Es geht hier nämlich ein Wecker los. Und das wollen wir ja nicht. Aber das machen wir gleich. So. So. Also einen ausführlichen Dusch- und Aufsteh-Podcast hier an meinem Geburtstag. Ja, machen wir einfach. Alle Wecker aus. Genau. Das ist schön, ne? Wenn man Siri das alles sagen kann, sie macht das auch. Ja, so herrlich. Herrlich. So, warte mal. Gut. Dusche ich nämlich. Ja, rasieren schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber ist es auch noch nicht so schlimm, dass ich mich jetzt unbedingt rasieren muss, finde ich. Also. Aber gut. Aber wie ich will. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, dann gehen wir mal unter die Dusche. Morgen liegt auf der Waschmaschine. Telefon ist in der Ladestation. Ja, da wollen wir mal rein. Dusche an. Los! Genau. Dann duschen wir mal. Dann wollen wir mal duschen. So, da muss die Apple Watch durch. So. Nein, ich gebe mir ja Mühe, dass die Apple Watch nicht groß nass wird. Genau. Wenn ihr mich gesnämpfter hört, dann muss ich gerade auch mit der Hand mich waschen. Also, aber wie gesagt, alles gut. Alles gut. Und jetzt noch. Genau. Halt. Wie ihr hört. Klasse. Ja. So. Das war Nummer 1. Jetzt wird geseift, geseift und geseift, damit wir auch wirklich sauber sind. Sauber. So. Es darf natürlich auch keine Seife an die Apple Watch. Das ist natürlich wichtig. Ne? Seife ist nicht gut. Aber da passen wir schon auf. Genau, jetzt wird natürlich ein bisschen gedämpfter, weil ich mich jetzt auch mit der Hand abseifen muss.
muss ja irgendwie. Ne? Genau. Also das ist natürlich alles. So ist es nicht. So. Wenigstens haben wir im Geburtstag frisch geduscht. So, jetzt die Haare waschen. Das ist natürlich auch wichtig. So, die Haare müssen natürlich auch sauber sein. Und dann wird halt schon. Dafür ist eine Watch da. Das machen wir mit der duschen kann, nicht wahr? So. Alle Stellen erwischt, ja? Genau. Genau. Jetzt wird wieder abgeduscht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die ganze Seife muss weg. Genau. Seife. Ja, Ela hat ja Kuchen gebacken, einmal Orangenkuchen, einmal Schokokuchen, den werden wir heute auf der Arbeit essen. Und ich bin gespannt, aber ich weiß, dass er gut schmeckt. Also, und ja, mal gucken, was heute so passiert an meinem Geburtstag. Ich denke mal, es wird ein schöner Tag. So, weich bin ich so weit. Ja, warum erzähle ich euch das eigentlich mit dem Geburtstag? Ihr könntet ja jetzt denken, ach, ist das so wichtig, dass er jetzt allen erzählen will, dass er Geburtstag hat. Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es ist ja so, also Geburtstag ist ja für mich nicht nur ein Tag, wo man sich wichtig vorkommt oder wo man denkt, ach ja, ich bin ja jetzt, heute geht es ja nur um mich, sondern Geburtstag ist für mich auch immer
ja, so eine Rückschau. Also man denkt an frühere Geburtstage, man denkt an, ja, wie war es als Kind, wie hat man das erlebt, wie erlebt man das heute. Also man macht praktisch, es ist, und 45, finde ich, ist ja auch ein Abschnitt. Ja? Also man ist noch nicht 50, aber man geht jetzt auf die 50 zu und ja, und das ist einfach, ja, ich mag meinen Geburtstag einfach. Also mir geht es nicht darum, dass sich jetzt zig Leute melden und mir gratulieren oder sowas, sondern einfach, ja, es ist für mich selber einfach der Tag, an dem man selber auch ein bisschen nachdenkt und ja, so ein bisschen in sich geht auch und sagt, Mensch, wie war das eigentlich? Wie hat man all die Jahre die Geburtstage verbracht? Ja, man sitzt zusammen, isst einen Kuchen, ne? Und eigentlich ist ja das also worauf es ja ankommt, ne? Das Zusammensein, das, ja, das finde ich einfach wichtig, ne? Also nicht, dass man jetzt Aufmerksamkeit kriegt oder sowas, das ist, darum geht es gar nicht. Natürlich will jeder irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Das ist ja klar, aber jeder sollte seinen Geburtstag auch als das sehen, was er ist. Der Tag, an dem man geboren wurde. Ne? Und irgendwie sollte man ja auch dafür dankbar sein, ne? Also, dass man auf die Welt gekommen ist, dass man noch am Leben ist, ne? Das sind einfach so Sachen. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so teuer geworden ist, wo alles so, ja, die Welt ist kälter geworden. Ne? Die Welt ist, alle blicken nur noch auf ihr Smartphone und da ist das Menschliche natürlich das A und O. Ja, und da freut man sich letztendlich über jeden kleinen Gruß, über jeden kleinen, ja, Beitrag, über jeden kleinen, ja, wenn Leute einem einfach was Gutes wünschen. Ne? Und ja. So. Gucken, wie spät. Ich nehme jetzt mal mein Handy dafür. Genau, wir haben es jetzt also 5:30 gleich. Das ist ja von der Zeit auch okay. Jetzt gibt es Zähne geputzt noch und dann das auch erledigt und dann genau so, ja, ein Podcast mit allen drum und dran mal wieder Zähne putzen, duschen, nee, erst duschen, dann waschen, Zähne putzen, alles. Auch die Zähne geputzt. Also ja, nein, aber
Genau, so. Ja, mein Kater meckert gerade. Jetzt haben wir es 5:30. Aber macht es doch nicht so. Ist ja egal. Kann es wirklich 5:30 sein. Also. Die Apple Watch nimmt ja auf. Ordentlich einsprühen. Aber wie gesagt, nicht einsprühen, damit ich so toll rieche, sondern damit man nicht nach Schweiß riecht, ne? Falls man schwitzt. Das ist immer wichtig zu verstehen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich eindieseln, weil sie einfach nur gut riechen wollen, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Das würde ich auch machen, wenn das Zeug nicht riechen würde. Wenn ich weiß, dass ich danach nicht mehr nach Schweiß rieche und ne, wenn man schwitzt, dann ist es eigentlich erledigt. So. Wir befinden uns jetzt also im Flur. Jetzt gehe ich erstmal hier schön. Aha, da bellt ein Hund. Was aber nicht schlimm ist. Kann ja bellen, ich meine, ja. So. Genau, jetzt haben wir hier wieder die Sachen. Ne? So. Jetzt werde ich mich erstmal anziehen. Das ist erstmal wichtig. Und dann meinen Geburtstagskaffee trinken. Ja, ich weiß, ich habe es ein bisschen heute mit Geburtstag, aber tut mir leid. Wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, ich komme mir wichtig vor. Ich finde diesen Tag einfach schön. Ja, also es ist einfach Freude. Es ist einfach wieder Kind sein. Ja, vielleicht versteht ihr das ein bisschen. So ein bisschen, ja, wie man sich früher als Kind auf Geburtstage gefreut hat. Ne? Einen Tag vorher schon, man konnte nicht schlafen und so eine Geschichten. Ja, und es geht auch nicht um Geschenke, ne, letztendlich, sondern es geht einfach um dieses ganze Feeling. Also dieses, oh, man ist ja. Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, es ist natürlich der eigene Tag. Ne? Also es ist was Schönes. Es ist einfach, ja, es ist schön, jeder Mensch sollte einfach schätzen, dass er so einen Tag hat. Ja, und und gerade auch bei älteren Menschen, ne, dass man halt sagen kann, Mensch, gut, dass die alle noch leben. Ja. Und man mit denen zusammensitzen kann. Ja, und deswegen ist Geburtstag für mich immer so ein, ja, einfach so ein Abschnitt, so, wo man einfach mal zurückdenkt und auch in die Zukunft blickt natürlich und sagt, Mensch, jeder, der noch da ist, über jeden sollte man sich freuen. Ne? Und und vor allen Dingen, dass man auch selber seinen Geburtstag feiern kann. Irgendwie. Ne? Und wenn man halt einfach nur ein Stück Kuchen isst, aber ja. Ja, dafür ist morgen ein trauriger Tag. Eigentlich wollte ich darauf nicht eingehen, aber ja. Morgen ist ja ein Jahr Krieg in der Ukraine und schlimm genug, dass das überhaupt passiert ist. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, ich bin ja noch ein bisschen positiv gestimmt. Ich hoffe immer noch, dass die Menschheit irgendwann mal zum Vernunft kommt. Ja. Irgendwie muss man ja immer an das Gute glauben. Denn nur wer an das Gute glaubt, kann das Böse besiegen. Ne? Und das ist immer wichtig, ja? Dass man immer Hoffnung im Herzen hat, egal wie schlimm es ist. Ja? Und von daher bin ich froh, dass ich nicht am 24. Geburtstag habe. Aber trotzdem, ja, schlimme Ereignisse gibt es ja nun mal. Und man kann jetzt nicht, nur weil jetzt ein anderes Ereignis schlimm ist, an seinem Tag sagen, na ja gut, dann feiere ich den nicht oder so. Es gibt ja immer schlimme Sachen. Ich bin auch mal hier im Bad gegangen, weil ich ein T-Shirt wegtun muss. So, und ich ziehe mir ein frisches an. Pullover kann ich ja nochmal anziehen, das ist ja kein Problem, aber das T-Shirt muss frisch sein. Ja, und deswegen blicken wir einfach positiv in die Zukunft und ja, das sagt ja Blackie auch gerade. Ich glaube, der denkt eher an was anderes, aber ja, so ist es halt. Blackie ist halt ein Kater. Dem interessieren so eine Sachen gar nicht. Der ist froh, wenn er sein Fressen kriegt, ein bisschen Streicheln anhalten und das war's. Ne? Der denkt über sowas gar nicht nach.
Der weiß auch nicht, wann er Geburtstag hat. Ja, das ist ihm völlig wurscht. Ja. Ich weiß übrigens auch nicht, wann der Geburtstag hat. Naja. So ist es halt. Nö, ich bin wirklich guter Dinge und habe auch gut geschlafen, wenn auch mit Unterbrechung. Ihr kennt es ja immer von mir, ne? Einschlafen, aufwachen, einschlafen, aufwachen. Aber ich muss sagen, an sich war das eigentlich eine ganz ruhige Nacht. Die Katzen haben auch nicht gemiaut groß. Ich glaube, einmal hatten die Mia ein bisschen, aber die baut es ja immer bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt Frühstück mitnehme. Weil heute gibt es Kuchen und irgendwie, ja. Mal gucken. So, mein Kater spielt hier. Ja, heute war es wieder, die Nächte sind ja wieder etwas kälter, also gut, mal gucken, wie es heute wird. Ja. Aber ich denke mal, es wird ein schöner Tag heute. Auch vom Wetter her, gut, es soll ja ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es ein bisschen regnen soll oder so, aber das ist ja wurscht. Wetter kann man sich natürlich nicht aussuchen. Und so. Pull over. Jetzt bin ich mal kurz weg. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Genau. Seht ihr, Leute, die Apple Watch ist jetzt was gut. So. Jetzt werden wir mal umbinden. Genau. Das Handy tun wir hier rein. 5.37 Uhr, genau. Dann mache ich mal Folgendes. So. Ja, Hausschuhe habe ich jetzt noch an, aber das macht ja nichts. So, ist ja noch Zeit. So. So, die Wurst, die ich mir gestern rausgelegt habe, die müsste ja eigentlich gut sein. Ja, ist sie. Ich mache mir dann noch mal eine Stunde für zu Hause. Für die Arbeit mache ich natürlich Brötchen. Aber eins reicht mir. Wenn wir heute noch Kuchen essen, nehmen wir doch mal ein ganz normales Brötchen. Mal noch drei Brötchen. Ja, das ist okay. Ne? So. Ein Brötchen. So, Leute. Das Messer. So. Ja, ohne Messer geht es natürlich nicht. Wir müssen das Brötchen natürlich aufschneiden. So. Dann wollen wir mal. Ja, ist auch einigermaßen geworden, muss ich sagen. Also jetzt natürlich keine, gewinnt natürlich kein Schönheitswettbewerb, aber ja, ist okay. Da machen wir uns zwei Hälften. Achso, ich brauche jetzt natürlich meine Brotdose. Da ist sie. Ja. So, genau. Meine Brotdose, sehr schön. So, die beiden Hälften, die werde ich mir mit Wurst belegen und mit Käse. So.
mehr. Genau, also eins, Jachtwurst oder sowas. Und war drei Stücke, drei Scheiben Jachtwurst. Also sechs, für jede Hälfte eins. Für jede Hälfte, ne? So, das muss ja auch noch was schmecken. So, zack. Genau. Und zack. So. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Käse, ne? Gut. Und zwar, wir haben eins. Moment. Eins. Zweimal Käse. Genau. Zweimal Käse. Einmal habe ich schon. Ah, da ist er. Zack. Genau. So. Einmal. So, eine Hälfte ist fertig. Jetzt die zweite Hälfte. Mit Käse und dann haben wir Frühstück. Ich denke mal, zwei Brötchenhälften reichen. Denn wie gesagt, es gibt ja heute noch Kuchen und ja. Genau. So, auch fertig. Ja. So, das packen wir natürlich was. Wir tun, so, Papier kommt natürlich weg. Klar. Und das kommt natürlich auch gleich weg. Was auch klar ist. Dann können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Genau. Also, zack. Genau, Stock hängt. Tasche ist gleich zu. So, genau. So, wunderbar. Also Frühstück ist auf jeden Fall fertig. Gut, wie spät haben wir es? Aufnahme, Überschrift, Stockdauer, 28 Minuten. 45 Sekunden. Macht ja nichts. Zifferblatt. 5.43 Uhr. Genau. Wir haben es jetzt 5.43 Uhr. Also es wird Zeit für meinen Kaffee. So. Meinen Kaffee. Genau, Maschinchen fangen an. So muss es sein. Eins, zwei. Genau, wir wollen jetzt noch einen Kaffee trinken. So. Genau. Und jetzt noch Kaffee selbst. Aus dem Eimer. Hier ist Fett drin und Ende. Schmeckt ja nichts. So. Genau.
ich wollte lieber jetzt den Podcast aufnehmen, weil nachher, wie gesagt, wenn ich nach Hause komme und das rufen dann Leute an, dann muss ich hier dauernd aufhören. Wobei mit dem Olympus DM 720 geht es ja auch. Der bleibt ja auch auf Pause und geht nicht aus oder so. Also von daher. Aber so haben wir noch die Ruhe jetzt. Und ja, ihr habt mal wieder eine Folge mit allem drum und dran. So. So wie Podcast ist von Heinreich eigentlich ist. Hier ist alles möglich. So. Das kommt weg. Dann wollen wir mal den Morgenkaffee machen. Ist er schon. Nicht zu voll werden lassen. Muss nicht sein. Ich da mein Großteil noch in der Sauerei mache hier. So. Schön ausleeren. Den Tank schön ausleeren natürlich. Andere Tasse wieder drunter stellen, falls was abläuft. So, und jetzt auf zum Tisch, also zur Arbeitsplatte. So, Kaffee steht. Setze mich gemütlich hin und werde rühren. Ja, dann sage ich mal Prost Kaffee auf den heutigen Tag und ich hoffe, ihr habt ebenso einen schönen Tag heute und ja, es ist ja schon Donnerstag und wir gehen aufs Wochenende zu. Ja, Kaffee schmeckt auch gut. Lecker. So muss ein Morgen beginnen. Diese Ruhe. Herrlich. Am frühen Morgen kein Gemauze. Ja, 637.
Ja, alles noch soweit geschafft. Wie gesagt, mit Duschen und Kaffee trinken. Also, Frühstück ist auch fertig. Ein Brötchen, zwei Hälften belegt. Mit Wurst und Käse, also ja, und dann dazu noch der Kuchen nachher und Kaffee auf Arbeit. Also, ja, wird ein schöner Tag. Es muss ein schöner Tag werden. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Dann werde ich die Aufnahme mal langsam beenden. 5.51 Uhr. Ja, klar. Homebildschirm. Stoppuhr. Sprachnemos. Aufnahme. Überschrift. Stoppen. Taste. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Aufnahme, stoppen, Taste.